Moin! Jo, ja, wie ihr dem Videotitel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, geht es heute um Trinkflaschen, um Outdoor-Trinkflaschen, um Sport-Trinkflaschen, und zwar der Marke Hydro2Go. Warum zeige ich euch jetzt diese Flaschen? Mag sich der ein oder andere fragen. Dafür gibt es definitiv zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, weil ich von Hydro2Go angeschrieben wurde und sie mich gefragt haben, ja, ob ich die Flaschen nicht mal testen möchte. Ich habe die natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dafür meinen besten Dank raus an Hydro2Go. Und wenn ihr Interesse an diesen Flaschen habt, dann findet ihr natürlich einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung und noch weitere Infos. Und ich würde zwar nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich jetzt ein Faible für Trinkflaschen habe, aber in den letzten Jahren ist es durchaus so, dass ich einige Flaschen, hier zum Beispiel eine Soul Bottle, die habe ich jetzt seit einigen Jahren aus Glas, probiert habe, ausgecheckt habe. Natürlich habe ich einige Flaschen, was heißt die natürliche, aber weil die halt in der Outdoor-Szene durchaus geläufig sind. Nalgene habe ich ausprobiert. Da habe ich dann auch noch die Feldflasche hier, ebenfalls aus demselbigen Material gefertigt wie die Smart Bottles von Hydro2Go. Die schauen wir uns natürlich gleich noch an. Und halt auch Edelstahlflaschen von zum Beispiel Clean Canteen und so ein Travel Mug hier von Emsa. Also Flüssigkeitsbehältnisse sind durchaus etwas, die ich immer wieder auf dem Schirm habe. Und wenn man unterwegs ist, ob jetzt, wenn man eine normale Tour zieht, einfach ein bisschen spazieren, wandern oder eine Fahrradtour. Oder man ist im Urlaub, im Campen, all solche Sachen. Da ist eine gute Trinkflasche nicht verkehrt. Und deshalb war ich sehr, sehr interessiert daran, die Flaschen von Hydro2Go mal auszuchecken. Jo, und das habe ich dann auch die letzten 3 Wochen gemacht. Meine Erfahrungswerte sind also beschränkt. Ich kann euch hier kein dauerhaftes Fazit vom halben Jahr liefern. Aber ich muss sagen, dass die Produkte, gerade die Smart Bottle hier, die ist aus Titan gefertigt. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Die hat mir sehr gut gefallen. Das ist hier die Flasche mit den 500 Millilitern. Die habe ich jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war, dabei gehabt. Und die ist nicht nur optisch gefällig. Mir gefällt dieses satte, leuchtende Blau sehr gut. Die ist wunderbar wasserdicht gewesen. Wir haben einen tollen Klickverschluss. Man konnte daraus toll trinken. Durch das kompakte Maß konnte ich die immer irgendwo mit reinstopfen noch. Also die hat mir gute Dienste geleistet. Und ebenso habe ich eine von den X-Alps Thermosflaschen doppelwandig getestet. Das ist eine Thermosflasche mit einem Liter Fassungsvermögen in einer wunderbar leuchtend roten Farbe. Eine Pulverbeschichtung ist das. Und die hatte ich mit dabei, als ich mal unterwegs war, eine kleine Tour. Da hatte ich mir einen Tee eingefüllt. Ja, eine Thermosflasche, gerade jetzt zu der Jahreszeit, kann man immer mal, wenn man öfter outdoors unterwegs ist, dabei haben. Hydro2Go hatte also durchaus einen anständigen Job gemacht und das ist noch eine relativ junge Marke. Ich glaube, die sind seit 2017 am Start. Die X-Alps Thermosflaschen, die gibt es, glaube ich, erst seit diesem Jahr. Und mal sehen, was da noch zukünftig von denen zu hören sein wird. Soweit gefallen mir beide Flaschen aber ganz gut. Fangen wir jetzt mal mit dieser Flasche hier an, mit der Smart Bottle. Wie ich schon erwähnt habe, gefertigt wird die aus Tritan. Tritan halt ein Werkstoff, ebenfalls wie schon erwähnt, Nalgene nutzt den auch.
Der hat viele, viele Vorzüge. Der ist wunderbar, wunderbar leicht. Diese 500 Milliliter Flasche, die wiegt ungefähr 135 Gramm mit Deckel, also wirklich, wie ich finde, eine sehr leichte Flasche, ist überaus robust. Auch wenn die Flasche gefüllt ist und dadurch natürlich dann ein erhöhtes Gewicht hat, kann die dir mal runterfallen, auch auf Asphalt. Diese Flaschen halten Stürze, sagen wir mal, von 1 Meter Höhe durchaus locker ab. Ich habe dazu auch noch mal kurz ein paar Aufnahmen gemacht. Und gerade im Outdoor-Leben ist es immer gut, wie ich finde, wenn man eine bruchsichere Flasche hat. Da gibt es natürlich dann noch andere Gründe, andere Flaschen zu kaufen. Zum Beispiel finde ich, dass eine Flüssigkeit schmeckt immer am besten, mir zumindest, aus einer Glasflasche. Deshalb mag ich die Soul Bottles so gerne. Aber Glasflaschen sind natürlich nicht bruchsicher und das ist bei Outdoor-Aktivitäten dann immer so eine Sache. Man hat Edelstahl, da kannst du auch wunderbar draus trinken, auch Lebensmittel echt klasse. Nur Edelstahl hat natürlich auch wieder ein anderes Gewicht. So hat jede Flasche immer ein Für und Wider, Vor- und Nachteile. Und hier halt bei Tritan, wie ich schon erwähnte, wunderbar leicht, sehr robust, frei von BPA und Weichmachern, hat keinen unangenehmen Kunststoffgeruch, ist sehr, sehr geschmacksneutral. Die längste Zeit, wo ich da eine Flüssigkeit drin hatte, war knapp 36 Stunden und auch danach konnte man, das war ein Pfefferminztee, konnte man den noch wunderbar trinken. Das geht ganz gut, wobei ich dazu jetzt natürlich sagen muss, dass wir jetzt auch nicht Hochsommer haben. Die Flaschen wurden keiner großen Temperatur ausgesetzt, also wo irgendetwas noch arbeiten konnte mit der Flüssigkeit. Das ist natürlich jetzt alles mit Vorsicht zu genießen. Ich denke mal im Sommer, wenn so eine Flasche 2, 3 Tage rumsteht, da verändert sich dann definitiv da auch Geschmack. Aber einstweilen war das soweit ganz gut, ganz okay, wie ich fand, von dem Geschmack. Lebensmittelecht ist es, durchaus temperaturbeständig, dieses Tritan, auch spülmaschinenfest bis 90 Grad. Also alles durchaus Vorzüge, die für Tritan sprechen. Dann haben wir hier noch einen Siebeinsatz, den kannst du natürlich rausnehmen. Der gehört auch mit zum Lieferumfang dazu. Die Flasche hat ein vernünftiges Laufgewinde bekommen. Der Deckel der Flasche hat hier noch einen Silikongummiring zur Abdichtung. Auch das funktioniert ganz gut. Im Lieferumfang enthalten außerdem so eine Tragelasche noch. Und dann haben wir hier bei der Smart Bottle halt so einen Klickschnellverschluss zur Öffnung. Und man kann die nochmal zusätzlich über diesen Bügel hier verriegeln, sodass sie nicht aufspringt. War absolut auslaufsicher. Wirklich eine sehr, sehr gefällige Flasche. Und die könnt ihr im Set beziehen. Das ist dann einmal die 500 Milliliter Flasche und einmal die 800 Milliliter Flasche. Und ich nagelt mich nicht fest. Ich glaube, so ein Set kostet zwischen 22 Euro, also beide Flaschen, und 24 Euro. Bezug halt über Amazon und einmal bekommt man das schöne Blau oder hier halt in Grau ist die Smart Bottle im Set ebenso enthalten. Die Smart Bottle, also wirklich eine Flasche, die ich nach der Benutzung, nach den paar Wochen hier, jetzt absolut empfehlen würde. Gerade diese kleine Smart Bottle, die hat mir richtig gut gefallen zuletzt. Für kleine Fahrradtouren oder wenn man mal 1, 2 Stunden unterwegs ist, auch ein bisschen länger, ist das eine sehr, sehr gefällige Wahl, wie ich finde. Und dann haben wir noch die X-Alps Thermosflaschen. Großartiges Blau. Ich finde, es sieht fantastisch aus und ebenso ein ganz, ganz tolles Rot. Und die rote habe ich genutzt, getestet. Hydro2Go gibt hier an,
dass Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden kalt und bis zu 12 Stunden heiß gehalten werden. Das mit den 12 Stunden kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz unterschreiben. Hatte die Flasche zweimal mit und beides Mal habe ich ungefähr 6 bis 7 Stunden gewartet, hatte frisch aufgebrühten Tee da drin und nach diesen 6, 7 Stunden war das Getränk noch schön, wunderbar wärmend warm, aber heiß war es halt nicht. Wir haben hier eine doppelwandige Konstruktion, einen Aufbau. Wir haben ein 1810 Chrom-Nickel-Edelstahl, also wirklich eine hochwertige und sehr, sehr schöne Flasche. Aber das muss ich einfach nochmal sagen, die 12 Stunden wirklich heiß halten, das war zumindest bei meinem Test nicht so. Von daher würde ich diese Flasche als normale Tagestourflasche empfehlen, wo man halt mit der Familie oder alleine ein bisschen unterwegs ist und dann nach ein paar Stunden gern einen Tee oder einen Kaffee trinken möchte. Die Ex-Elps Thermosflaschen haben ein Fassungsvermögen von 1 Liter, haben einen breiten Flaschenhals, da kannst du also leicht Flüssigkeit einführen und ebenso wieder ausgießen. Außerdem kannst du Kleinigkeiten, wenn die Flasche halt trocken ist, hier reinpacken, vielleicht ein T-Shirt, alle Dinge, die halt klein genug sind, um die reinzupacken, um sie sicher zu transportieren. Auch das ist eine gute Sache. Dann haben wir die wirklich schöne Beschichtung, so eine Pulverbeschichtung. Die sieht nicht nur toll aus, sondern verleiht der Flasche auch noch eine sehr gute Griffigkeit. Einfach wenn man mal feuchte Hände hat, dann rutscht die nicht gleich weg. Das finde ich auch sehr gut und ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Und zu den Flaschen im Lieferumfang enthalten ist dann einmal dieser Universalverschluss. Dann haben wir noch einen zweiten Universalverschluss, der baut ein bisschen höher auf, mit einem Karabiner, dass du das Teil halt an der Ausrüstung zum Beispiel anklipsen kannst. Der ist auch dabei und auch noch ein Aufsatz für zum Beispiel Kaffee oder Tee. Der hat hier eine Gummigummierung, natürlich auch hier ein Silikonring wieder, auch sehr auslaufsicher, schnappt schön ein. Also mit einer schönen Spannung, den kriegst du nicht so leicht auf. Und diese drei Aufsätze sind natürlich auch mit im Lieferumfang enthalten. Die Flasche gibt es aktuell in Blau und in Rot. Die soll aber Ende des Jahres, ich glaube, Gelb soll da noch kommen, Grün und Grau. Da werden also weitere Farben folgen. Und preislich liegen die Teile zwischen 25 und 28 Euro. Also keine günstige Thermosflasche, das ist ganz, ganz klar. Sehr hochwertig aber. Und das Schöne ist, beim E-Mail-Austausch mit meinem Kontakt von Hydro2Go, vielen Dank nochmal für den Kontakt, sehr sympathisch, sehr freundlich. Da kam dann auch noch zur Sprache, dass ich Flaschen verlosen kann und das finde ich immer eine coole Sache. Von daher, ich kann eine Thermosflasche von Hydro2Go verlosen und ein Set der Smart Bottle Flaschen, also 2 Gewinne. Was ich jedoch gleich vorab abklären muss, also ihr müsst gar nicht viel machen, um dabei zu sein. Das Einzige, was ihr wieder machen müsst, ist kommentartechnisch zu verkünden, dass ihr Interesse habt. Dann seid ihr schon mit dabei. Schreibt dann bitte noch rein, ob ihr entweder die Thermosflasche, die Ex-Elps-Flasche haben wollt oder ob ihr das Set aus den Smart Bottles haben wollt. Wenn es euch egal ist, dann hinterlasst ihr einfach einen Kommi dementsprechend. Eine Sache muss dann aber ganz klar hier geklärt werden. Jeder, der hier jetzt mitmacht und Lust hat, eine der Flaschen zu gewinnen, der gibt mir sozusagen sein Okay dafür, dass ich seine Adresse dann an Hydro2Go weitergebe. Denn Hydro2Go wird euch das Produkt dann auf ihre Kosten kostenlos zusenden. Das heißt, ich werde dann diese Verlosung wieder circa eine Woche laufen lassen, werde dann 2 Gewinner ermitteln. Die schicken mir dann ihre Adresse per E-Mail und ich werde diese Adresse dann an Hydro2Go weitergeben. Und von dort aus bekommt dann einer der Gewinner eine Ex-Elps Thermosflasche und der andere Gewinner bekommt dann diese 2 Smart Bottles in 500 und 800 Milliliter. Sehr, sehr coole Aktion von Hydro2Go. Nicht nur, dass ich hier eingedeckt wurde, um die Flaschen testen zu können, sondern dass die halt auch noch was an die Community rausholen. Dafür bedanke ich mich vielmals. Jo, ich bedanke mich auch bei euch, zumindest bei denen, die dran geblieben sind und sich nicht zu Tode gelangweilt haben. Das Video ist jetzt viel, viel länger geworden,
als ich vorhatte, aber es gibt ja doch immer einiges zu bequatschen, selbst über Outdoor-Flaschen. Alles klar, das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.